Hier ist alles für Fabriken ausgelegt. Drunter vielleicht? Also einfach hier so? Hast du was gegen? Ich glaube nicht. Okay. Du. Okay, 12 sind besser als was auch immer. Richtig? Richtig. Ah, ich sollte wieder das Essen nicht vergessen. Ich habe kein Eisen dabei. Ja, das ist peinlich. So, Prioritäten. Essen, Trinken, Luft, dann Eisen, dann weiter mit den Tränken spielen. Ich komme mir vor, wir sind verrückte Wissenschaftler. So, Eisen kriege ich direkt an der Quelle wahrscheinlich am einfachsten. So, Zahnräder könnte ich mich immer mopsen. Brauche ich ja auch andauernd. So. Dum, dum, dum. Es sieht gar nicht mehr so viel aus, was hier ankommt an Eisen, kann das sein? Hält sich bei 14.000 und 5.700 Kupfer. Halten? Halten ist nicht so gut. Besser werden ist, ne? Besser. Tank, MK2, Schock. Nee, das werde ich wahrscheinlich nicht machen. Was bräuchte ich noch hier für die? Die bräuchten jeweils 300. Also ich bräuchte alleine, um das Ding zu bauen. Was? Was sind das alles für Teile? Achso, die brauche ich, um das Teil zu bauen? Nee. Was ist das? This satellite should be put into the rocket. Okay. Achso, vielleicht muss ich das Ding jetzt setzen, dann die ganzen Sachen vorbereiten und erst wenn ich die Rakete abschieße, dann ist das Spiel erst vorbei. Das könnte sein. Das wäre dann neu, richtig? Richtig. Okay. Trotzdem bräuchte ich alleine hierfür schon mal 1600 Liter Tränke und ich habe keine Ahnung, wie das machbar sein soll. Weil das Illyrium, das wir bekommen, das ist nicht so viel in den Dingern. Es sind noch nicht so viele Minen verteilt auf der Karte. Und ich brauche das auch für andere Forschung. Also das Endgame zieht sich dann ganz schön. Da muss man sehr viel grinden. Und die Gegner werden immer stärker. Das könnte noch happig werden. Gut, ich wollte trotzdem Eisen holen. Das war vielleicht ein wenig zu viel Eisen. So. Baue jetzt noch ein paar Labs und dann machen wir das jetzt zu Ende. Und dann kann ich das hier alles abreißen und auch das alles abreißen. Das läuft dann komplett in die Kisten. Das heißt, wir hätten jetzt schon den Punkt erreicht. Ach fuck, Skynet. Wir hätten jetzt schon den Punkt erreicht, wo die Roboter fast alles fliegen, außer halt Erze. Was wirklich dekadent wäre. Und ich habe gerade Scheiße gesagt, weil Skynet die ganze Zeit Construction Bots gebaut hat. Und wir jetzt inzwischen 138 Construction Bots haben. Ja, anscheinend auch sehr telefonähnlich klingende Geräusche machen. Das heißt, ich sollte das mal umstellen auf... Da, wir brauchen wieder mehr Logistikbots. Weil wir da durchgehend ausgelastet sind. Sind die jetzt durchgehend ausgelastet im Normalzustand oder ist das, weil ich wieder irgendwo lila Kisten gestellt habe mit ganz viel Kram? Muss ich auch im Auge behalten. Ihr arbeitet noch nicht, weil ihr noch nichts anfordert. Macht daraus mal einen Faktor. So. So. Shift rechts, Shift links, Shift links. Die sollten alle beschränkt werden. Shift rechts, Shift links, Shift links. Die mache ich auch noch kurz durch. Zack, zack. So. Gut. Also, gelb, grün. Gelb, rot, hellblau. Welcher Mod war das? Vor ein paar Staffeln hatte mich irgendein Mod total verwirrt mit den Farben von den Tränken. Ich glaube, das war Ditech, als der eine neue Version ausprobiert hatte, wo es dann irgendwie 11 verschiedene Science Packs gab. Das war sehr verwirrend. Ja, so, das kann jetzt alles weg. Ich habe gerade keine Forschung, also geht nichts verloren. Das ist gut. Hätte ich allerdings auch alles machen können mit euch, ne? Wozu habe ich jetzt nämlich 138 Construction Bots? Wenn sie nicht mal eben auch hier einfach alles wegmachen können. Und ich mache sogar die Poles weg, weil die Poles kann ich mit dem Blueprint recht schnell neu setzen.
Weg, weg, weg. Das kann alles weg, richtig? Also Turm vielleicht nicht unbedingt. Weg, weg. Das weg. Das kommt jetzt einfach hier in die Kisten rein und dann bleibt es in den Kisten. So. Ja, könnte ich da noch ein bisschen umbauen, aber so sieht es momentan aus. Grinder sind am Grinden. Kupfer steigt. Von 4.700 auf 5.700. Eisen ist von 14.000 auf 13.000 gefallen. Allerdings habe ich mich da ja auch vergriffen. Das ist okay. Das Eisen von unten kommt nicht mehr. Das ist gut. Das heißt, das hier könnte... Na, ich glaube, ich lasse das Fließband mal da. Falls wir irgendwann mal einen Außenposten im Westen haben, von dem aus Eisen kommt oder dergleichen. Und hier ist ein Ölfeld, verdammt. Bau. Also erstmal lass die Jungs frei. Die haben mir nichts getan. Böser Spieler. Und dann baust du bitte eine Pumpjack. Und haust da Speedmodule rein, die guten. Da 17. Ist gut, ist gut, ist gut. 17 Speedmodule rein. Verbindest das irgendwo, irgendwie. Mist. Irgendwo, irgendwie. Bei dem anderen Öl. Ach. Achso, da. Ja, das geht, das geht, das geht. Okay, da werde ich wahrscheinlich wieder mehr davon brauchen, davon ein paar. So. Runter. Oh, gehen die schön weit. Das kleine Kupferfeld ignoriere ich mal. Müsste ich von hier nach unten, von da nach da und hier brauche ich noch normale Rohr. So. Du mach schneller. Und wo ich gerade hier bin, kann ich dann auch gleich die Dinger hier beschleunigen. Weil die haben, glaube ich, teilweise noch ein Modul drin, oder? Ja, raus. 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 Und rein, rein, rein. Gut. Noch irgendwo ein Ölfeld, was ich übersehen haben könnte. Nee, wow, wow, was war das? Ist denn doch. Gemeingefährlich ist das. Die sind einfach so rausgeploppt. Also an einer recht doofen Stelle für sie, aber. Dass sie das können, ist schon mal so eine Sache. Ihr werdet gleich repariert. Oh, warte, seid ihr überhaupt verbunden mit dem Rest des Systems? Problem hatte ich schon mal. Ja, seid ihr. Aber um drei Ecken. Deswegen müssen die Roboter recht weit fliegen, haben dann eventuell zwischenzeitlich keinen Strom und werden dann richtig langsam. Also ich brauche unbedingt die... Ich brauche unbedingt die Rohchips. Und dann brauche ich unbedingt hier zwischen die Rohports, damit die Jungs zwischentanken können. So, die Welt repariert, das ist alles gut. Speedmodule. Wir sind auf 12.000 Eisen runter. Das gefällt mir ehrlich gesagt echt nicht. Das heißt, ich müsste die hier auch pimpen. Zumindest mit denen hier. Bauen wir davon welche. Also ich hole jetzt rote Chips, grüne Chips. Rote Chips brauche ich. Ja doch, eins der grünen Chips hole ich auch. Rote Chips auch noch extra. Dann baue ich mindestens zwei Rohports. Dafür brauche ich wahrscheinlich wieder... Ah, das geht. Brauche ich keine Zahnräder für. Komm mal mit. So. Du hast keinen Strom, weil hier was weggemacht wurde. Loop. Das alles bitte einsacken. Dich bitte hierauf setzen. Dich auch. Dich auch. So, da werden die Pfosten alle neu gesetzt. Du bekommst eine blaue Kiste für rote Tränke. Jetzt sagen wir mal, ja, 200 Stück klingt gar nicht so weit hergeholt. Nochmal. Es wird fleißig rumgeballert, als wenn schon Silvester wäre. Und hier. Kommt das so schön hin. Ich fordere mal, was ist raus? Ich fordere mal, Kisten wollte ich anfordern. Hier.
Blaue Kisten und rote Kisten und lila Kisten. Go. Und dann muss ich wieder ein bisschen feintunen, was wo reinkommt. Ich glaube, lila Tränke lasse ich gar nicht automatisch reingehen. Die behalte ich lieber am Mann, falls irgendwo eine Kiste gesprengt wird. Weil ich will nicht, dass eine Kiste mit 200 lila Tränken gesprengt wird. Irgendwann durch irgendeinen Zufall. Das wäre ein GAU. Ernsthaft. So. 200 klingt allerdings ein bisschen krass. Mach mal 50 jeweils. So. Was auch schon eine ganze Menge ist. Bis das gefüllt ist, müssen die Fabriken da ganz schön lange arbeiten. Zip, zip. Ja, du hast jetzt. So, so, so. Ich habe ein paar zu viele Labs gebaut, kann das sein? Weil die alten ja noch abgerissen wurden, ne? Jo. Aber gut, ihr tut euch hier erstmal auf. Geforscht wird nichts, bis hier nicht die Kisten sich ein bisschen gefüllt haben. Was auch ein Grund dafür ist, dass das Eisen jetzt weniger wird. Wow, und wir haben Blackout. Ja. Problem. sehr großes Problem. Es kommen keine Fuel Blocks mehr an, weil keine Dinge ankommen, weil wir müssen mal ganz kurz auf extra Druck arbeiten. Und hier bei Aktivität. Und ihr braucht irgendwie mehr Strom. Okay. Was braucht am meisten Strom gerade? Robots, natürlich. Und die Schmelzöfen. Ich reiß die Schmelzöfen alle einfach mal kurz raus. Und das ist der Moment, wo ich froh darüber bin, dass wir keine Lasertürme haben. So, jetzt laufe ich hier einfach einmal durch. Ach so. Okay, kleines Problem. Mach eine gelbe Kiste. So. Also schon mal besser. Komm schon, wer Tag. Wie viele Solarpanels haben wir? Da. 113 Solarpanels. Okay, hol die 113 Solarpanels. Und wenn es gleich Tag wird, müssen wir dadurch das Ganze wieder kickstarten. Alternativ könnte ich auch einfach das Ding hier wieder anschließen. Einfach so. Damit wenigstens etwas hier läuft. Und dadurch, dass es läuft, läuft der Rest wieder schneller. Dadurch, dass es schneller läuft, kommen wieder die Fuel Blocks und dann haben wir wieder den guten Treibstoff. Aber bis dahin müssen wir wieder ein wenig rückständig arbeiten und zwar mit guter alter Kohle. So, komm. Genau. Ja. Höher. Mehr. Sehr gut. Vielleicht durchgehend mit Kohle wieder arbeiten. Ich glaube, ich mache hier mal einen kleinen Stopp, bis alle verdammten Kisten mit Fuelblocks voll sind. Und wenn ihr das nicht hinkriegt, dann habe ich ein Riesenproblem. Aber bis dahin scheint es ja mit Kohle zu gehen. Hier jedenfalls. Was ist mit der anderen Anlage? Die wird über dasselbe versorgt. Was? Oh ne, das ist jetzt problematisch. Okay, mach. Ja. So, okay. Jetzt kommt nämlich auch unten was an, dann kriegen die da unten auch Kohle. Allerdings denke ich nicht, dass die Jungs hier das schnell genug hinkriegen. Im Notfall kann ich hier aber immer die Schalter umlegen und dann wird es aus den gesamten Kisten alles reingeschmissen. Das wird eine ganze Weile. Bam. Ganze Weile halten. Strom. Füllt sich.
Die Akkus füllen sich. Alle Akkus füllen sich. Das sind viele. Trotzdem machen wir hier. Machen wir hier Platz. Quetsch da noch einen rein. So, mach hier schon Platz. So viel dazu, dass sie automatisch anpasst. So. Das hat gar nichts gebracht. Gut. Jetzt reicht es immer noch nicht. Weil da gar nichts ankommt. Es kommt viel zu wenig an. Okay. Dann mach mal kurz den hier. Damit kommt es auf die Seite. Und ihr beiden kommt da weg und macht das so. Damit werden jetzt beide Seiten total zugedröhnt mit Kohle. Das ist nicht gut. Bis zur Nacht müssen die Akkus voll sein. Mindestens voll sein. Arbeite mal hier mit einem schnelleren Splitter. Ich brauche viel mehr davon. Viel, viel mehr davon. Ach ja, eine Krise nach der nächsten. So. Okay. Das heißt, von den Kisten aus zumindest ist schon mal alles schnell. Und das, was die produzieren, läuft nicht leer. Das kommt mit da rein. Und hier brauchen wir keine schnellen Fließbänder, weil das soweit passt. Trotzdem reicht es nicht. Okay. Und hier die Kohle schon abgeschrieben, ne? Komplett abgeschrieben hatte ich die. Du. Ja, auch mal da. Auch mal da. Bring das auf ein Fließband. Oh, warte, mach das mal so und so. Und so und so. Und dann kommt das nirgendwo raus. Ja. Untergrunddinger. Bau, Untergrundding. Nicht schön, aber es muss gerade nicht schön sein. Es muss nur funktionieren. Und hier noch ein Drill rein. Will noch ein Drill? Bau ein Drill. Go, go. Gott. Zack und zack und Fließband. So, es wird dunkel, richtig? Richtig. Und der Akku ist halb voll. Das heißt, die 3,6 MW fallen gleich weg. Oder sind schon am wegfallen. Aber es sieht besser aus. Dafür laufen die aber auch leer. Und wenn sie leer laufen, habe ich noch ein größeres Problem. Wie sieht es hier drüben aus? Hier drüben wurde durchgehend mit Kohle gemacht. Hier läuft es durchgehend weiter. Das ist okay. Die Anlage da oben steht noch gar nicht. Und wenn ich das da unten jetzt erweitere, haben wir noch ein größeres Problem, was hier das angeht mit der Kohle. Du irritierst mich gerade, musst weg. So. Alle mit Speedmodulen versehen, das ist ein bisschen Overkill, oder? Ja. Also es scheint... Ja, wir haben ganz kleinen Überschuss, obwohl alle Akkus aufgeladen werden? Nein. Doch. Doch, die Akkus werden gerade komplett aufgeladen. Das sehen Sie auch an erster Stelle. Und trotzdem, dass die Akkus aufgeladen werden, haben wir einen Überschuss. Das ist sehr gut. Okay, okay. Das heißt, ich kann mich jetzt um das kümmern, was ich eigentlich machen wollte, nämlich rote Chips mir schnappen. Unangenehm. Hoch. So, Tränke fangen sich an zu sammeln. Das ist gut. Das ist sogar, also sogar ganz schön ordentlich. Ja. Ich helfe mal ein kleines bisschen aus. Das gute Fee. So. Rote Chips. Rote Chips sind keine da, weil keine grünen Chips da sind, weil kein Draht da ist, weil kein Kupfer da ist, weil nicht genug Roboter da sind. Okay. Deswegen hatte ich ja umgestellt auf Logistikbots.
haben wir inzwischen 392 von, die alle beschäftigt sind. Ja. T. Also eigentlich müsste ich jetzt 20 Folgen lang Basen töten, um genug Illyrium zu bekommen, was dann auch ein Aufstand wird, das Ganze auch abzubauen, herzubekommen und so weiter. Damit sie mehr tragen können, damit die Roboter mehr bringen. Ja, lass mal schön weiter hier alles auffüllen, ist okay. Und du wartest auf das, du bist am Arbeiten. Könnte Draht produktiver umstellen? Also warte, warum warten die grünen Dinger überhaupt auf Draht? Achso, weil die keinen Kupfer bekommen. Also sollte ich lieber... Genau, die ganzen Drahtdinger sollte ich mit... Also primär die grünen Drahtdinger... Produktivitätsmodulen versehen. Produktivität plus 6%, dafür Speed weniger. Ich kann mich echt nicht mit denen anfreunden. Naja, tut mir leid. Das ist mir nicht wert. Ich muss nur irgendwie mehr Kupfer nach da oben bekommen. Und das wird nur eine Frage der Zeit sein, bis genug Roboter das machen. Ach, gut, immer den Schwarm hier an. Ja, ich kann mir das... Dass sie ausgelastet sind, kann ich sehr gut sehen. Vielleicht sollte ich die... Ja, ich könnte... der gesamten Roboterschaft einen Riesendienst erweisen, indem ich die Fließbänder, die von da und da kommen, einfach ganz hier hochfließen lasse. Bis in die Nähe von dem System. Da muss es nur von hier geflogen werden. Das ist, glaube ich, ja, ist sinnvoll. Es dient der Arbeiterschaft. Hat nur Vorteile und es ist nicht viel auf... Was zur Hölle? Nicht sehr viel Aufwand. Oh, und ich sollte vielleicht mal wieder wenden. Das mit dem Strom jetzt einigermaßen klappt, die Smelter wieder hinstellen. Gut, also nächste Folge Smelter wieder hinstellen und die Fließbänder bis nach oben durchziehen, damit die Roboter nicht so weit fliegen müssen. Also bis gleich.